Asmita, die Ich-Bin-Halt, Egoismus. Asmita ist ein Sanskrit-Wort und Asmita heißt Ich-Bin-Halt, Egoismus. Asmita kommt von Asmi und Asmi heißt Ich bin. Vielleicht hast du schon gehört, Aham Brahmasmi. Asmi, ich bin oder bin und Aham heißt ich, Brahman, dieses Absolute. Aham Brahmasmi, ich bin das Absolute. Asmi, also ich bin. Jetzt die Ich-Bin-Halt heißt, man identifiziert sich mit etwas. Und Asmita gilt deshalb auch als eine der fünf Kleshas. Kleshas sind leidverursachenden Verhaftungen, Ursachen von Leiden. Und die fünf Ursachen von Leiden, die fünf Kleshas, sind erstmal Avidya, Unwissenheit. Unwissenheit darüber, wer du wirklich bist. Zweitens Asmita, das heißt die Ich-Haftigkeit, das Ego, der Egoismus. Das heißt, du identifizierst dich mit deinem Körper, mit deiner Psyche, mit deinem Charakter, mit deinem Besitz. Asmita. Aus Asmita kommt dann Raga und Dvesha. Raga heißt mögen, Dvesha heißt nicht mögen, Raga heißt Wunsch, Dvesha heißt Abneigung. Und daraus folgt dann Abhinivesha, Anhaftung bzw. auch Furcht vor dem Tod. Also zweite ist Asmita. Asmita, also Ich-Haftigkeit. Und es gilt, Asmita zu überwinden. Zunächst mal ist es immer wieder gut, dass du feststellst, womit identifizierst du dich. Du merkst, ich identifiziere mich mit meinem Körper. Wenn du dir große Sorgen um deinen Körper machst und dabei dich selbst, um dich selbst sorgst, dann hast du Asmita auf den Körper. Wenn du dich um deinen Ruf sorgst, dann hast du Asmita bezüglich deines Rufes. Wenn du dich um deinen Besitz sorgst, dann hast du Asmita in Bezug auf deinen Besitz. Wenn du dich ganz besonders sorgst um den einen oder anderen Menschen, hast du dich sogar vielleicht mit dem Menschen identifiziert. Wenn du zur höchsten Freude und höchsten Erkenntnis kommen willst, gilt es, die fünf Kleshas zu überwinden. Und gilt es auch, Asmita zu überwinden. Auf eine gewisse Weise kann man sagen, alle Yoga-Wege helfen auch dazu, Asmita, die Ich-Haftigkeit, zu überwinden. Im Jnana-Yoga fragst du dich, wer bin ich? Und du lernst, dich zu lösen von all dem, was beobachtbar ist. Im Raja-Yoga lernst du über Beherrschung von Raga und Dvesha, also von Mögen und Nichtmögen, letztlich auch dein Asmita zu überwinden. Und auch über die Einstellung eines Beobachters kannst du auch Asmita überwinden. Im Bhakti-Yoga sagst du, oh Gott, du bist alles, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Mein Körper ist der Tempel von dir, meine Psyche ist letztlich Teil von dir. Indem du sagst, alles ist Gott, ist kein Asmita mehr da oder Asmita wird sehr durchlässig. Durch Karma-Yoga beseitigst du Asmita. Im Karma-Yoga dienst du und willst anderen helfen. Dadurch überwindest du Asmita, die Ich-Haftigkeit. Auch im Kundalini-Yoga und im Hatha-Yoga überwindest du Asmita. Indem du alle Spannungen beseitigst im Hatha-Yoga und das Körperbewusstsein überwindest, überwindest du sogar die Psyche überwindest, indem du höhere Bewusstseinsebenen erreichst, bist du über Asmita hinaus. Ebenso im Kundalini-Yoga. Wenn du die höchsten Chakras erreichst, gehst du auch über Asmita hinaus. Ja, also Asmita, Ich-Haftigkeit. Eventuell fragst du dich, warum ich so häufig Asmita sage oder bei diesen Vorträgen. Das ist ja jetzt ein Teil der Serie über die verschiedenen Sanskrit-Begriffe. Und mehr als in anderen Vorträgen wiederhole ich mich dort immer wieder. Sage zum Beispiel immer wieder Asmita, Ich-Haftigkeit. Der Sinn dieser Vorträge ist unter anderem, dass du die Sanskrit-Worte dir leichter merken kannst, indem ich die Sanskrit-Worte, wie zum Beispiel Asmita, immer wieder wiederhole, fällt es dir hoffentlich leichter, sie zu lernen und dir zu merken. Denn dieses Sanskrit-Multimedia-Lexikon ist nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern meine Hoffnung ist, dass du, indem du diesen Vorträgen lauschst, das ein oder andere Sanskrit-Wort auch behalten kannst. Und das geht leichter, wenn ich öfters das Sanskrit-Wort wiederhole und damit etwas Inspiration verbinde. Daher also nochmals Asmita, Ich-Haftigkeit, Egoismus. Asmita, etwas, was zu überwinden ist.
Ja, das war's für heute. Mehr erfährst du auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Dort kannst du eingeben Asmita oder auch Ego. Und so erfährst du eine Menge über Asmita, über Ego, durchaus auch den positiven Sinn des Egos und eines gesunden Selbstwertgefühls und auch über gesunde Selbstliebe. Aber es gilt über Asmita als verhafteter Egoismus hinauszuwachsen.